Ich habe gestern schon erwähnt, dass bei Hard Revenge Millie prinzipiell beide Teile sich so ähnlich waren, dass man sie in der Kritik ziemlich gut zusammenfassen konnte, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Bei Battle Girls vs. Yakuza ist das aber ganz anders. Der erste Teil und der zweite Teil haben von ihrem Konzept und von ihrer Umsetzung eigentlich nicht wahnsinnig viel gemeinsam, natürlich mit Ausnahme der Hauptdarstellerin und prinzipieller Ähnlichkeiten in der Story-Thematik. Also wir verfolgen auch diesmal wieder eine ganz einfache, ganz billige Rache-Story, die aber aus einem wirklich entscheidenden Grund deutlich besser rüberkommt. Im ersten Teil, ja, Asami muss Rache nehmen für irgendwen halt, der getötet wurde am Anfang des Films, also bevor der Film überhaupt begonnen hat. Bei Teil 2 allerdings lernen wir diese Charaktere erst kennen. Das heißt, wir verfolgen Asami kurz auf ihrem Weg mit ein paar Freunden, mit ein paar Bewunderern und so weiter. Wir wundern uns, spielt der zweite Teil jetzt eigentlich vor dem ersten Teil oder nachher, weil Asami plötzlich wieder alle Finger hat und er am Ende des ersten Teils einige verloren hat. Aber um solche Anschlussfehler brauchen wir uns natürlich nicht kümmern, weil sonst sitzen wir lange da. Und meiner Meinung nach ist es ein ganz wichtiger Unterschied, ob in einem Film ein Charakter zu Tode kommt, den man vorher schon gekannt hat oder eben nicht. Weil wenn Asami am Anfang des Films einfach herkommt und sagt, hey, sie haben alle meine Freunde getötet, blöd, dann hat das meiner Meinung nach nicht so wirklich eine Wirkung, wie wenn diese Freunde tatsächlich dem Zuschauer als Charaktere vorgestellt würden. Wenn sie eine Persönlichkeit bekommen hätten, wenn sie eine Charakterisierung erfahren hätten, wenn man vor allem ihre Beziehung mit Asami sieht, wenn man mitbekommt, wie viel sie ihr bedeuten und dann irgendwann einmal kommen sie tragisch und oder brutal ums Leben und Asami ist natürlich am Boden zerstört und muss sie rächen, dann hat das meiner Meinung nach für den Film und für den Zuschauer eine ganz, ganz andere Wirkung und steht ganz, ganz, ganz anders da. Beginnen wir aber dort, wo der Film beginnt, nämlich gleich einmal mit irgendeiner Splatter-Szene und gleich mit einer Kettensäge. Und das Erste, was man sich denkt, ist, wow, der Film ist viel, viel härter als der erste Teil. Und das, obwohl er in der deutschen Fassung nur um ungefähr 3 oder 4 Minuten gekürzt wurde. Der Unterschied ist, Battle Girls vs. Yakuza 2 hat eigentlich nur 3 wirkliche Gewaltszenen. Die 3 sind dafür aber wesentlich härter umgesetzt als alles, was der erste Teil irgendwie zu bieten hatte. Schwertkämpfe verlaufen übrigens meistens ohne CGI-Blut und zwischendurch hat der Film einige meiner Meinung nach echt coole Ideen. Beispielsweise nachdem der Film mit seiner, wie könnte man sagen, Hostel-grotesk-artigen Kettensägen-Szene begonnen hat, sieht man Credits in typischer Western-Manier. So wie zum Beispiel bei der Dollar-Trilogie teilweise. Mit irgendwelchen stilisierten Figuren auf einfärbigem Hintergrund und entsprechender Musik und so weiter. Und das ist dann schon ehrlich gesagt ein Moment, wo man sich denkt, danke dafür, dass die österreichische Anker-DVD den Soundtrack auf CD dabei hat. Weil ein paar der Tracks aus dem Film, auch übrigens aus dem ersten Teil, wirklich gut sind und auch nebenbei wirklich nett zu hören sind. Generell fällt auf, dass der Regisseur von Teil 2 etwas dem Western unter Anführungszeichen verfallen ist, weil genauso wie die Credit-Sequenz westernhaft umgesetzt wurde, wurde es auch das Finale des Films. Weil plötzlich wechselt das Bildformat von 1,78 auf 2,35, das Bild wird schmäler, es spielt Westernmusik. Und die beiden Kontrahentinnen stehen sich mehr oder weniger duellierend gegenüber. Und alleine durch solche Ideen bin ich der Meinung, dass Battle Girls vs. Yakuza 2 um einiges besser ist als der erste Teil. Übrigens, man könnte noch erwähnen, dass die Effekte dieses Films von Yoshiro Nishimura sind, den man beispielsweise von The Machine Girl und Tokyo Gore Police kennt. Also kein Wunder, dass auch die Effekte besser sind als beim ersten Teil. Witzigerweise, oder
unwitzigerweise, je nachdem wie man das halt sehen möchte, ist die Bildqualität des zweiten Teils deutlich, deutlich schlechter als die vom ersten Teil. Das Bild wirkt grober, hat Treppcheneffekte an den Kanten und sieht wirklich wahnsinnig billig und wahnsinnig schwach aus, was mich wundert, weil der Film in sonst so gut wie allen Belangen, von der Cinematografie, von den Effekten, von der Erzählung und Inszenierung her, dem ersten Teil meiner Meinung nach deutlich überlegen ist. Und er hat außerdem noch einen Vorteil. Battle Girls vs. Yakuza 2 misst schlanke 73 Minuten und ist damit deutlich kürzer als der erste Teil. Und abgesehen davon, dass sich der Film für seine Charaktere und für seine Story mehr Zeit nimmt als der erste Teil und eigentlich zu einem gewissen Grad weniger stumpfsinnige Action einbaut, hat er trotzdem weniger Leerlauf. Weil das, was passiert und das, was der Film zeigt und darstellt, hat mehr oder weniger eine Bedeutung für die Charaktere und eine Bedeutung für die Story und damit auch für den Film eine gewisse Daseinsberechtigung, was man von vielen, vielen Szenen im ersten Teil wirklich überhaupt nicht so sagen konnte. Teilweise, abgesehen davon, dass der Regisseur gerne Western-Ideen einbaut, gibt's auch ein paar Momente, wo eine Art Grindhouse-Feeling scheinbar aufkommen soll, was ich allerdings als ziemlich gefailte Idee bezeichnen muss, weil etwaige Verschmutzungen im Bild und ähnliches kommen immer nur ganz, ganz kurz und sind nicht durchgehend und wirken dadurch auf mich irgendwie wie ein Einfall in der letzten Minute, wo es irgendwie geheißen hat, hey, was könnte diese Szene cooler machen? Naja, zerkratzen wir ein bisschen das Bild. Ole, ole. Abgesehen davon, in der 22. Filmminute wurde dann noch so ein Missing Real Gag wie in Planet Terror eingebaut, der auch überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, gut, nachdem das bewusst ist, kann ich dem Film natürlich nicht zur Last legen, dass dadurch etwaige Teile der Geschichte unerklärt bleiben. Aber es ist weder notwendig noch dem Film irgendwie förderlich und deswegen meiner Meinung nach ein ziemlicher Störfaktor, genauso wie die kurz auftauchenden Verschmutzungen. Bei einem Film wie Planet Terror allerdings habe ich das ganz, ganz anders empfunden, weil diese Grindhouse-artige Darstellung, diese Effekte, diese Verschmutzungen und dann im Endeffekt auch dieses Missing Reel wirklich kontinuierlich durchgezogen wurden und der ganze Film mehr oder weniger auf das aufbaut und diesen Stil nachahmt. Allerdings bei Battle Girl vs. Yakuza 2 ist es mehr oder weniger ein ganz normaler Film, wo man dann den Eindruck hat, dass jemand diese Idee für zwei, drei ausgewählte Szenen einfach nur cool fand. Was dann ein bisschen anders wirkt. Wenn wir noch einmal zum Western-Element im Finale des Films zurückkommen, ich habe schon erwähnt, das Bildformat wird eingeschnitten, die Musik verändert sich und was beim Grindhouse-Effekt nicht so funktioniert hat, funktioniert meiner Meinung nach beim Western-Stil relativ gut, weil ich den Eindruck habe, dass der Regisseur zu einem gewissen Grad versteht, was er da tut, weil während die Western-Musik spielt, wird die Szene auch mehr oder weniger westernhaft konzipiert und aufgebaut. Wir sehen die Duellierenden sich gegenüberstehen, dann gibt es irgendwelche Großaufnahmen nur von ihren Augen beispielsweise in diesem schönen 2,35 Widescreen. Man sieht, wie sie sich langsam ihrer Waffe nähern und so weiter und das Ganze ist, finde ich, wirklich gut aufgebaut, wie bei einem Spaghetti-Western. Und deswegen, ich sage eines, Battle Girl vs. Yakuza 2 ist einer der wenigen Fälle, wo ich sagen muss, dass er dem ersten Teil wirklich deutlich überlegen ist. Der Film hat zwar eine schlechtere Bildqualität, was meiner Meinung nach richtig schade ist, wurde allerdings deutlich besser inszeniert. Mit nur 73 Minuten Laufzeit hat der Film einfach wesentlich weniger Leerlauf, nimmt sich aber trotzdem viel mehr Zeit, seine Charaktere vorzustellen. Baut auch die Charaktere auf, die dann im Endeffekt für Asamis Rache verantwortlich sind, was deren Ableben wesentlich emotionaler und mitreißender für den Zuschauer wirken lässt.
Die Effekte sind besser umgesetzt und auch wenn der Film wesentlich weniger Action und Effektszenen hat wie der erste Teil, wurden die deutlich besser umgesetzt und meiner Meinung nach ist auch das als Schritt nach oben zu bezeichnen. Battle Girl vs. Yakuza 2 ist für mich nach wie vor noch kein hervorragender Spitzenfilm, aber er ist zumindest besser als der erste Teil und es ist zumindest irgendwas.